Fangen wir noch mit einem stillen Gebet an. Amen. Okay, wir machen weiter mit unserem Studium. Wir haben die letzten zwei Wochen viel über den Apisbullen gesprochen. Das Studium über, wie das alte Israel aus Ägypten herauskam und ins gelobte Land ging, aber den Götzendienst in seiner Form und in seinem Geist mitgenommen hat. Wir haben das verglichen mit dem modernen Israel. Wir haben gesagt, etwas hat das moderne Israel mitgenommen. Und ich werde das jetzt nicht alles wiederholen, wir haben das schon oft genug behandelt. Ich hoffe, dass es jetzt in den Gedanken und Köpfen der Leute ist. Und dann haben wir gesagt, wir wollen weitergehen, um herauszufinden, was der Adventismus vom Protestantismus mitgenommen hat, wo er 1844 die abgefallenen Kirchen verlassen hat, müssen wir den Protestantismus selber betrachten, um die Lösung des Rätsels zu bekommen. Ich habe noch mal daran erinnert, an das Prinzip des roten Fadens. Wir haben herausgearbeitet, dass wie dieser rote Faden durch die Geschichte geht, gewisse Themen wir durch die Geschichte hindurch verfolgen müssen. Wir tun das zum Beispiel mit dem Adventismus. Wir wissen, die erste Engelsbotschaft kam 1798 an. Wir verfolgen die Geschichte des Adventismus seit 1798. Wir sehen andere Themen wie Islam, Thema Daniel 11, König des Nordens, König des Südens. Wenn wir speziell in die Zeit der Minoriten schauen, wissen wir auch, dass wir die Sklaverei in deren Linie verfolgen müssen und die politischen Ereignisse, die in dieser Zeit passieren. Mehr oder weniger das, was wir heute machen in unserer Generation, haben wir verpasst, in der Generation der Adventisten, in der vergangenen Generation der Adventisten zu tun. Wir haben sehr viel die Ereignisse dieser letzten 30 Jahre betrachtet. Wenn wir aber zurück zum Adventismus gegangen sind und seine Anfänge, dann haben wir oft nur die Dinge betrachtet, die uns im großen Kampf oder in Ellenweiß Schriften grob beschrieben werden. 1798, 1840, 1844, 1888. Vielleicht noch ein paar Daten zwischendurch, die uns historische Fakten über adventistische Ereignisse gibt. Aber was wir immer mehr erkennen ist, dass wenn wir wirklich die Botschaft der Milleriten und Ellen White in ihrer Zeit verstehen wollen, müssen wir den Kontext und die Zeit, in denen sie gelebt haben, erfahren. Ellen White kommentiert sehr, sehr viel über historische Ereignisse ihrer Zeit. Sie erklärt sie aber nicht unbedingt ausführlich in ihren Schriften. Sie bezieht sich auf sie und macht einen Kommentar und das war's. Diejenigen, die sie 160 Jahre später dann lesen, machen oft ihre eigenen Schlussfolgerungen von dem oder über das, was sie geschrieben hat. Und da passieren die meisten Fehler im Adventismus. Vor allem, wenn es über Aussagen von allen weit über unsere eigene Zeit geht. Deswegen sehen wir immer mehr, auch durch die Betonung von Methode, unsere Methode, Gleichnislehre, Linie auf Linie, dass wir zurückgehen müssen zu Ellen White's Schriften und wenn sie etwas kommentiert, wenn sie was aussagt, bevor wir dieses Zitat, diese Aussage auf unsere Zeit legen, müssen wir erst ihre Zeit betrachten. Was waren die politischen Ereignisse? Was war in ihrem Umfeld? Was passierte in der Gemeinde? Was passierte in den anderen Kirchen? Und deswegen, beziehungsweise das ist so wichtig, dass wir das tun, weil erst dann können wir richtig verstehen, was Ellen White mit ihren Aussagen meinte. Okay,
Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, wie der Protestantismus, aufgrund von Ellen White wissen wir das, aber auch der Pionieren, insbesondere A.T. Jones, dass der Protestantismus hier am Ende der Welt eine der wichtigsten Rollen spielt, weil das Papsttum kopieren wird. Die Kopie des Papsttums bedeutet, dass der Protestantismus eine Kirche und Staat-Verbindung mit eingehen wird, so wie die katholische Kirche damals. Das heißt, wenn wir Ellen White beim Wort nehmen und damit zustimmen, dass die Adventisten ein besonderes Volk am Ende der Welt sind, dass sie auserwählt sind, der Welt die Botschaft zu geben über die Ereignisse, wir nennen das auch den lauten Ruf, die letzte Warnung, wie es Ellen White nennt, dann müssen wir über die Dinge Bescheid wissen. Es reicht nicht nur zu wissen, dass wir am Ende der Welt leben, dass die Naturkatastrophen zunehmen, dass politisch Dinge nicht so gut laufen. Das reicht nicht aus. Zumindest reicht das nicht für Gottes wahres Volk aus. Gott hat gesagt, er tut nichts, es sei denn, er offenbart sich seinen Propheten. Alles, was Gott tun wird, hier am Ende der Welt, muss sein Volk wissen. Alles, was er offenbart. Und Gott offenbart so viel mehr, als nur ein oberflächliches Wissen über die Endzeitprophetie. So, das, wenn wir das etabliert haben, wenn wir das mit übereinstimmen können, dann gehen wir zum nächsten Schritt und wissen, dass Endzeitprophetie nicht in 1,5 Stunden verstanden werden kann. Wenn man wirklich zu Gottes Volk gehören möchte, was den lauten Ruf geben wird am Ende der Welt, bedeutet das, sich Wissen anzueignen. Und das bedeutet, viel zu studieren, vor allem Geschichte. Geschichte, weil Gott und Ellen White oder Gott durch Ellen White und die Bibel uns sagt, dass Geschichte sich wiederholen wird. Wir wissen, was heute passiert, weil wir in der Geschichte zurückschauen können und sehen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das heißt, wir müssen uns anstrengen, wir müssen tiefer studieren als dieses normale, oberflächliche Verständnis von der Endzeitprophetie. Das ist nicht in 1,5 Stunden getätigt und auch nicht in so Kurzvideos, die alles nur zusammenfassen. Wir behandeln das Thema Walter Veit. Und ich habe von vornherein gesagt, dass ich hier stehen könnte und Aussagen von Walter Veit nehmen könnte und einfach sagen könnte, hier, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Und das wäre richtig. Aber ich habe gesagt, dass so eine Argumentation führt zu nichts. Zwei Seiten verhärten sich nur. Was wir hier verstehen müssen, ist, dass zwei Gruppierungen im Adventismus um die Erweckung in Gottes Volk am Ende der Zeit kämpfen. Und beide Gruppen stehen auf einem Fundament. Ich wollte da nicht am Anfang hingehen, jetzt gehen wir aber doch hin. Es gibt ein Gleichnis im Neuen Testament von zwei Häusern, die auf unterschiedlichem Grund gebaut sind. Ich hoffe, ihr seid noch dabei, ist so still. Welcher Grund sind diese zwei Gründe, auf denen das Haus steht? Dann zwei Häuser. Sand und Fels, oder? Es ist der Sand und es ist der Fels. So, hier ist einmal der Fels. Und hier ist der Sand. Die Bauleute, denkt ihr, die wissen, wie man Häuser baut. Jemand, der ein Haus baut, weiß der, was er tut? Ja. Ja. Normalerweise schon. Das heißt, normalerweise schon, es sei denn, es regnet rein. Das sollte zumindest. Das heißt, diese beiden Leute, die ein Haus bauen, sie wissen, was sie tun. Sie sind Bauleute, sie bauen ein Haus. Eine Frage. Welches Haus sieht schöner aus?
Sieht das eine schlimm aus, wo man nicht drin wohnen will, und das andere sieht gut aus, wo man sagt, da ziehe ich ein? Nee, sehen beide gleich aus. Erst ein Sturm zeigt dann, auf was gebaut wurde. Genau. 100%. Beide Häuser sind gut gebaut und beide Häuser sehen gut aus. Beide Häuser sind einladend, darin zu wohnen. Der Unterschied ist das Fundament. Und dieses Fundament ist unsere Methode. Das Haus ist die Botschaft, die wir aufbauen. Und es sieht gut aus. Gute Aussagen über Ereignisse, die momentan passieren oder in der Vergangenheit passieren, passiert sind oder in der Zukunft noch passieren werden. Das ganze Haus sieht gut aus, aber erst wenn der Sturm kommt, wird diese Botschaft getestet werden, auf welchem Fundament, auf welcher Methode sie gebaut ist. Und die Methode wird sich im Sturm beweisen, welche die richtige und welche die falsch ist. Und von Anfang an habe ich gesagt, wenn wir weiter Fall betrachten, dann betrachten wir nicht so sehr das Haus, weil er hat sein Haus gut gebaut. Es sieht gut aus. Es sieht einladend aus. Was wir tun wollen, ist, wir wollen das Fundament anschauen. Und nur anhand des Fundaments wissen wir, ob dieses Haus stehen wird oder ob es fallen wird, wenn der Sturm kommt. Und das ist, was wir in dieser Serie tun. Wir schauen uns nicht das Haus an, wir schauen uns das Fundament an. Wir schauen uns die Methode an. Für Leute, die in der Bewegung sind, wissen, dass wir die Methode Gleichnislehre und Linie auf Linie haben. Und wir wissen, dass diese Methode funktioniert und sich immer weiter fester etabliert. Viele von uns kamen von Walter Veit und seinen oder anderen konservativen Missionswerken. Und wir haben dieser Botschaft geglaubt, mit allem Vermögen, was wir hatten. Aber immer mehr erkennen wir, dass das Fundament, die Methode von Walter Veit, das Fundament dieser konservativen Missionswerke nicht bestehen wird im Sturm. Und darum geht es hier. Und dieses Fundament, auf das konservative Missionswerke bauen, wie gesagt, jeder hat ein bisschen eine andere Version der Endzeit. Bei manchen Sachen sind man sich einig, bei anderen ist es dann doch unterschiedlich. Wir sehen, dass dieses Fundament, das Sand, von den Protestanten mitgenommen wurde. Die Protestanten hatten ihr Haus auf den Sand gebaut und es ist nicht bestanden. Es konnte nicht bestehen. Und 1844 sagte Gott, geht aus diesen gefallenen Kirchen. Und dieses Fundament, die Methode, wurde weiterhin benutzt im Adventismus. Und das bedeutet, sein Haus auf den Sand zu bauen. Hat es so Sinn gemacht? Absolut. Super. Ganz prima. Danke, Tamina. Okay. Das heißt, wir schauen uns das Fundament an. Und um das Fundament anzuschauen, müssen wir die Linie des Protestantismus verfolgen. Der Protestantismus ist heute aktiv wie damals. Und um ihn heute zu verstehen, müssen wir in die Vergangenheit zurückgehen. Wir müssen den Protestantismus spätestens ab 1798 bis in unsere Zeit hin verfolgen, weil es unser Gegner ist. Wenn wir den lauten Ruf geben, dann sind wir nicht die einzigste Stimme hier auf dieser Erde. Wir werden die Stimme der Katholiken haben, die ihre Botschaft vertreten. Und wir werden die Stimme der Evangelikalen in Amerika haben, die ihre Version vertreten. Und es ist besser, wie man so schön sagt, haltet deine Freunde nah, aber deine Feinde noch näher, so nach dem Motto. Was ich damit meine ist, wir müssen die Botschaft der Protestanten kennen, um, wenn wir den lauten Ruf zu geben, Menschen zu zeigen, warum dies falsch ist. Und bei den Protestanten, da geht es nicht einfach nur um Sabbat und Sonntag. Die ganze Sache ist viel tiefgründiger. Ich habe letzte Woche, zum roten Faden des Protestantismus. Wir sind vom Apisbullen gegangen, wir haben erkannt, dass der Adventismus etwas mitgenommen hat.
Es gibt noch viel mehr Sachen zum Apisbullen, die werde ich jetzt aber nicht mehr wiederholen. Wir gehen weiter. Wir erkennen, dass wir den Protestantismus studieren müssen. Wir müssen ihn wie einen roten Faden verfolgen, aufgrund von zwei Dingen. Erstens, wir haben etwas mitgenommen, was wir lieber hätten dort lassen sollen. Und zweitens, die Protestanten sind unser Gegenspieler am Ende der Welt. Und wir müssen wissen, was es damit auf sich hat. Das jetzt gesagt, bevor wir zurück zu unserer Wahl von 1800 kommen, will ich kurz einen Überblick über die protestantische Linie sozusagen geben. Ich bin weit entfernt davon, ein Experte zu sein, da ich erst vor kurzem selber damit angefangen habe. Und es ist viel Geschichte, was in den letzten paar Jahrhunderten passiert ist. Ich empfehle die Bücher, die ich letztes Mal hochgehalten habe. Aber wenn ihr eine zusammenfassende Version haben wollt, dann würde ich wirklich vorschlagen, die fünf oder sechs Teile von Gone in America von Frontline, amerikanische Dokumentationsfirma, also die machen Dokus die ganze Zeit, anzuschauen. Gone in America. Das ist sehr interessant. Da geht es von Amerika in seinem kolonialen Zustand bis zu unserer Zeit heute. Okay. Kurz ein Überblick über die Protestanten, nur damit wir ein grobes Bild haben. Wir wissen, wir haben am Anfang die Reformation. Da fangen die Protestanten sozusagen an. Wir haben die Reformatoren wie Calvin, Zwingli, Luther, Huss, früher noch Wycliffe. Wir haben unglaublich viele Reformatoren, die alle auch irgendwie gewisse Gruppierungen starten. Zum Beispiel haben wir die Calvinisten, wir haben die Lutheraner. Alle glauben ein bisschen ein unterschiedliches Detail. Das heißt, wir haben die Reformation und hinterher sehen wir Fragmente oder unterschiedlichste Gruppierungen der Reformation. Wir haben zum Beispiel auch die Anabaptisten, die eigentlich auch eine protestantische Gruppierung waren, aber von den Reformatoren sehr gehasst worden. So, die Reformation passiert, bis in 16. Jahrhundert so rum. Und dann in dieser gleichen Zeit fängt auch Amerika an. Amerika als eine Kolonie von den Spaniern, von den Franzosen und von den Holländern und den Engländern natürlich. Immer mehr Protestanten, die in Europa es nicht mehr aushalten, fliehen nach Amerika. Und weitgehend in Amerika siedeln sich verfolgte Protestanten aus Europa an. Und was wir dann in Amerika sehen, in Kolonialamerika, ist, dass es interessant ist, wenn ihr in die Geschichte reinguckt, dass die Protestanten genau das weitermachen, was die katholische Kirche gemacht hat. Wenn man nicht das geglaubt hat, was sie wollten, wurde man verfolgt. Und das sehen wir auch in Kolonialamerika. Und die Gruppierung, die am meisten verfolgt hat, waren die Puritaner. Und die Puritaner haben vor allem die Quäker. Wie schreibt man Quäker im Deutschen? Ich glaube mit Q. Q. U. Oder so, Seker, Quäker, würde ich sagen. Ja, ihr hört. Anabaptisten. Die wurden am meisten in Amerika verfolgt. Man würde doch denken, dass die Reformation, Martin Luther und so weiter gegen Kirche und Staat gesprochen haben, gegen Verfolgung gesprochen haben, gegen Freiheit des Gewissens und des Glaubens. Und man merkt halt doch, wie die Reformation nur ein kleiner Schritt weg von der katholischen Kirche war. Die Protestanten haben weitgehend vieles weiter praktiziert. Es haben sich grundlegende Dinge geändert, wie Gerechtfertigung durch Glauben und so weiter. Aber ich sehe schon, ich kann ganz schnell hier vom Weg abkommen. Also, Kolonialamerika, die Puritaner, verfolgen viel andere Gruppierungen, vor allem Quäker und Anabaptisten. Das ist so das 17. Jahrhundert, was wir haben. Letzte Woche habe ich über
über eine große Erweckung im Protestantismus gesprochen, was direkt mit dieser Wahn zu tun hat. Was passiert ist, dass im 18. Jahrhundert, und da muss ich jetzt schnell kurz meine Notizen holen, weil das sind zu viele Daten, die ich mir nicht alle im Kopf behalten kann. Im 18. Jahrhundert gibt es mehrere religiöse Erweckungen in Amerika. Und diese religiösen Erweckungen spalten die protestantischen Kirchen. Ich muss kurz gucken. Die erste große Erweckung, die passierte, war in den 1730ern und 40ern. Was passierte, und das ist jetzt alles nur zusammenfassend, was passierte ist, dass die Protestanten, die in Kolonialamerika waren, viel auch an ihren Traditionen und an gewissen Dingen festgehalten haben, an diesem konservativen Denken. Was dann aber passierte im 18. Jahrhundert ist, dass viele gesagt haben, horcht mal, wir haben Europa hinter uns gelassen, wir haben die Unterdrückung der katholischen Kirche hinter uns gelassen. Wir leben hier, wenn wir auch eine Kolonie sind, irgendwie gewissermaßen frei. Unser Glaube sollte ähnlich sein. Das heißt, was hier anfängt mit dieser großen Erweckung, das ist die erste, ist, dass eine Fraktion zwischen konservativ und liberal sich im Protestantismus anfängt zu entwickeln. Und das geht weiter. Wenn wir hier sehen, 1730, 1740, das bringt uns jetzt auch in die Zeit, wo Amerika immer mehr daran denkt, ein eigenes Land zu werden. Wir haben Frankreich und England kriegen immer größere Gebiete in Amerika und sie fangen an, einen siebenjährigen Krieg zu führen. Aus diesem Krieg heraus kommt immer mehr das Aufmützen der Amerikaner, dass sie ein eigenes Land wollen. Und später kommt die Revolution von Amerika, der Revolutionskrieg, und sie werden ihr eigenes Land. Das heißt, wenn wir in diese Geschichte zurückgehen der Protestanten, zu deren Zeit, sehen wir, dass unglaublich viele politische Ereignisse passieren. Die Welt, könnte man auch teilweise sagen, befindet sich in einem Weltkrieg. Teilweise wird dieser siebenjährige Krieg zwischen Frankreich und England als der erste Weltkrieg betrachtet. Und wie gesagt, wir sehen in dieser Zeit, dass Amerika sich im Geiste immer mehr als Kolonialmacht verabschiedet und immer mehr zu einer eigenen Land wird. Und wir haben jetzt hier, ich habe das letzte Mal schon von der großen Erweckung gesprochen, der zweiten großen Erweckung. Gucke ich nochmal. Die 1790 anfängt. 1790 bis ungefähr 1840. Und letztes Mal hatte ich schon erwähnt, dass viele unserer Pioniere Teil dieser großen Erweckung waren. Sie kamen da raus. Das heißt, wir haben hier diese zwei großen Erweckungen. Und was wir verstehen müssen, ist, dass viele politische Dinge in dieser Zeitperiode passieren. Kolonialmacht, die sich immer mehr abspaltet. Krieg zwischen Frankreich und England. Wir haben den Revolutionskrieg. Wir haben dann Napoleon in dieser Zeitperiode auch. Wir haben die Französische Revolution. Wir haben Aufruhr in europäischen Nationen. Das heißt, es passiert wahnsinnig viel in deren Zeit. Und das müssen wir mit einbeziehen. Warum? Weil es wichtig ist, es erklärt uns nämlich die Bewegung der Protestanten in dieser Zeit. Was nämlich passierte, 1790, wir kommen jetzt schon sehr nah an die Wahl von 1800 dran, ist, wir sehen hier zwei Gruppierungen, konservativ und liberal. Wir haben die konservative Fraktion und wir haben eine liberale Fraktion. Die konservative
Fraktion hält weitgehend an den Gedanken der Puritaner aus Kolonialamerika fest. Was waren deren Gedanken? Deren Gedanken war, dass die Prediger die Wächter sind. Sie sind dazu da, die Herde zu führen. Klingt ja alles ganz gut. Aber sie müssen, sie sind für die Moral der Menschen, ihrer Schäfchen, verantwortlich. Und sie müssen dauernd Warnung geben vor kommenden Gefahren. Puritaner, sowohl auch die Konservativen, glaubten in eine Verbindung von Kirche und Staat. Beide wollten dies. Und beide haben dieses auch praktiziert. Ihr werdet es nicht glauben, aber die Verfassung, die geschrieben wurde, das war ein Riesenschritt, auch in Amerika, zu sagen, dass Kirche und Staat getrennt sind. Die Konservativen wollten das nicht unbedingt. Warum? Weil durch diese Verbindung von Kirche und Staat, dieser politische und soziale Einfluss, ihr eigener Status, die des Klerus, gefestigt war in der Gesellschaft. Und in dieser Spaltung, in diesen großen Erweckungen, wo die Liberalen immer mehr gesagt haben, Kirche und Staaten sollten nichts damit zu tun haben und unser Glaube sollte der Freiheit gemäß sein, die wir hier erfahren. Die Liberalen schließen sich sehr des Gedankenguts der Renaissance an, dass man logisch denken muss, dass jeder für sich selber denken soll, dass es eine Erklärung für Dinge gibt und so weiter. Das heißt, was passierte hier? Politische Ereignisse überfüllen sich. Du hast eine Seite, die sagt, muss noch mehr Kontext geben, die Puritaner und die Konservativen in dieser Zeitperiode sagen, hier waren es die Calvinisten, vor allem die Calvinisten, und hier waren es die Baptisten und Methodisten. Und jetzt frag mal, wo kam William Miller her? Wo kam Bates her? Wo kam Ellen White her? Kommen alle aus dieser Gruppierung dieser Leute. Die Calvinisten, es sind natürlich auch noch andere Gruppierungen, aber die Calvinisten sind diejenigen, die am stärksten es vertraten haben. Sie wollten einen gewissen Einfluss von Kirche und Staat aufeinander. Sie sehen sich als die Wächter der Moral in der Gesellschaft. Und sie gucken zu den Liberalen und sagen, ihr fallt ab vom Glauben, ihr werdet irreligiös, ihr kommt immer weniger zur Gemeinde. Wenn ihr in der Gemeinde seid, dann schlaft ihr, ihr fangt an zu rauchen, ihr trinkt, ihr schwört. Ihr bringt Unheil über Amerika. Weil die Protestanten, Puritaner und so weiter, glaubten, dass Amerika das neue Israel ist. Und was passierte mit dem alten Israel? Was ist das alte Israel gewesen? Das verheißene Land. Ja, so dachten auch die Protestanten, das ist das verheißene Land für sie, Amerika. Welche Form der Regierung hatte das alte Israel? Theokratisch. Es war eine Theokratie, was bedeutet, Kirche und Staat sind zusammen. Kirche plus Staat. Und was passierte, wenn Israel nicht moralisch gut drauf war? Was ist, wenn sie unmoralisch geworden sind? Hat Gott ihnen nicht mehr beschützt? Das heißt, sie kamen in und sie wurden bestraft. Und wie sah diese Strafe weitgehend immer aus? Denkt an die Richter und die Zeitperiode der Könige. Dann kamen die Feinde und so und haben ihnen... Feinde. Das primäre Beispiel, was die Protestanten hier benutzten, war Jeremia. Jeremia schreibt viele Klagelieder. Er tut die Abgefallenheit von Gott bemängeln, die Immoral bemängeln. Und er sagt, es kommt eine Gefahr von außen, die euch strafen wird,
wegen eurer Unmoral. Und genau das war auch die Einstellung von Puritanern in ihrer Zeitperiode. Aber wie gesagt, wir wollen uns mehr auf 1798 und weiter konzentrieren, beziehungsweise die Zeitperiode um 1798. Aber ich bringe das an, weil die Calvinisten, Konservativen in dieser Zeitperiode das mehr oder weniger kopiert haben und hier und da ein bisschen was verändert haben, um es für ihre Zeit und ihre Ereignisse dieser Generation passend zu machen. Die Calvinisten dachten, die USA ist das neue Israel, das verheißene Land. Das heißt, es musste irgendwie eine Verbindung von Kirche und Staat geben und ihre Predigten waren ständig, dass sie Moral predigten. Und wenn da nicht Moral unter Gottes Volk, also den Amerikanern wäre, dann würden sie bestraft werden von externen Nationen. Und die Nation, die am meisten Gefahr in dieser Zeit bedeutete, war Frankreich. Und es gab eine Zeitperiode, genau in dieser Zeitperiode, dass Frankreich fast einen Krieg mit Amerika angefangen hätte. Wir müssen die politischen Ereignisse und die Ereignisse in der protestantischen Kirche verstehen. Das, was ich diese Woche gelesen habe, man denkt nicht, dass es vor 300 Jahren war. Man denkt, es wäre heute, 2016. Was die Prediger heute, die Evangelikalen, die Trump unterstützen, machen, ist nichts Neues. Es ist alte Kamellen, die die Protestanten schon seit eh und je machen. Das Einzige, was sie tun, ist, dass in jeder Generation, wo sie den Versuch neu starten, sie hier und da ein bisschen Dinge ändern, um es passend für sich in ihrer Generation zu machen. Und was hier passiert, das sprechen wir dann über die Wahlen im 18. Jahrhundert. Das heißt, die Protestanten haben verstanden, dass die USA das neue Israel ist. Somit musste irgendwie ein Einfluss zwischen Kirche und Staat herrschen. Die Menschen darin mussten moralisch sein. Wenn sie nicht moralisch sind, würden sie von Gott gestraft werden durch externe Nationen. Das heißt, die Protestanten, Calvinisten glaubten, wenn die neugeborene Republik erfolgreich sein wollte, dann mussten die Menschen in dieser Republik moralisch hoch oder gut dastehen. Und sie, der Klerus, waren dazu da gedacht, dass die Menschen moralisch korrekt dastehen, so damit diese Strafe nicht kommt, sondern im Gegenteil, woran glauben Protestanten? Protestanten glauben an das Millennium. Das heißt, wir haben hier das Problem des Millenniums. Etwas, wogegen William Miller sehr gefochten hat. Für uns heute ist es ganz einfach zu verstehen. Wir haben Ellen White, wir schlagen sie auf, lesen es und so. Ja, ist doch einfach. Aber damals gab es nichts anderes als dieses Millennium. Alle haben es geglaubt, beide Seiten. Aber was die Calvinisten geglaubt haben, war, dass um das Millennium einzuberufen, dass es kommen würde, dass endlich Frieden sein würde, dass Jesus kommen würde, glauben sie, dass sie moralisch gut dastehen mussten. Die Moral im Volk musste hochgestellt werden, damit Jesus kommen konnte, beziehungsweise dass das Millennium anfangen konnte. Das heißt, versuchen wir uns mal in ihre Schuhe zu stellen. Diese Personen, diese Calvinisten, möchten, dass Jesus wiederkommt. Ist ja verheißen worden. Martin Luther hat gesagt, ungefähr 300 Jahre in die Zukunft. Dass das Papsttum fällt und dann Jesus wiederkommt und so weiter. Hatte ja nicht unglaublich so Unrecht damit. Ihre Ansicht ist, das Millennium muss passieren. Und ihr Glaube, den sie von den Puritanern mit übernommen hatten, war, dass sie es beeinflussen könnten, wann dieses Millennium sozusagen anfängt. Sie wussten über die Dinge Bescheid, politische, externe Ereignisse, die Welt steht auf Kopf sozusagen, die Welt stand hier auf Kopf. Somit haben sie ihre politischen Ereignisse, um den Leuten zu sagen, ihr müsst eine höhere und bessere Moral haben, damit das neue Jerusalem bzw. das Millennium anfangen kann. Und dann hast du diese Liberalen, die meinen,
die Renaissance jetzt zu umarmen, das Licht, Enlightening in Deutsch, im Englischen, also dieses neue Licht der Vernunft, der Logik, des Erklärens. Und was macht dieses Licht mit, oder diese Botschaft mit diesen Liberalen? Sie werden unmoralisch. Das heißt, die Konservativen, die wollten, dass Israel endlich in Amerika aufgebaut wird, haben auf einmal einen Feind im eigenen Lager. Leute, die auf einmal von Religion nichts mehr wissen wollen, weil sie an Wissenschaft interessiert sind. Weil sie darin interessiert sind, medizinische Methoden weiterzuentwickeln oder Dinge zu erklären, wie ob die Welt rund oder flach ist oder was hat sich mit der Natur auf sich und so weiter. Seht ihr? Ich hoffe, dass bei einigen schon so gewisse Glocken im Gehirn klingeln. Aber seht ihr, was für eine Gefahr die Liberalen oder die Gedanken der Renaissance, die uns so viel Wissen heute vermacht haben, für Konservative waren. Die Renaissance war eine Gefahr für die katholische Kirche. Sie wurde hardcore unterdrückt. Aber sie war auch eine Gefahr für das konservative Denken der Protestanten und sie haben versucht, es zu unterdrücken. Und da ist, wo 1798 der Wendepunkt in protestantischer Geschichte ist, der Protestantismus seitdem nicht mehr der gleiche ist. Und darum können wir, aber wir gehen mit unserer Zeitlinie weiter. 1798 ist der große Wendepunkt. 1798 hat mit der Wahl von 1800 zu tun. Warum? Weil die Ereignisse, die politischen Ereignisse und die Ereignisse in den Kirchen sich gegenseitig beeinflussen. Wir müssen die Linien der politischen Ereignisse und des Protestantismus parallel betrachten, damit wir sehen, wie sie sich aneinander beeinflusst haben, wie Ursache und Auswirkung, wenn ich es so nennen darf. Das heißt, wir haben hier eine ganz schöne Tragödie mit den Protestanten. Wir wissen, dann fängt das Millertum an, also die Adventisten, die erste Engelsbotschaft. In dem ganzen Chaos, wo so viel passiert, ich kann es gar nicht alles sagen in der kurzen Zeit, in der wir haben. Interessant ist, dass die Liberalen auch diejenigen waren, die gegen die Sklaverei teils waren und die in diese ganzen Reformen teilgenommen haben. Wer die Biografie von Bates gelesen hat, der weiß, dass Bates in dieser Zeitperiode, lange bevor er überhaupt Adventist wurde, schon angefangen hat, gewisse Dinge nicht mehr zu machen und nicht mehr zu und gegen die Sklaverei war und so weiter. Diese Liberalen fingen an, human zu werden. Sie haben gesagt, gute Werke sind wichtig. Wir haben diesen Kampf der Liberalen und Konservativen hier. Führt zu einem Wendepunkt in der Geschichte der Protestanten. In dieser Zeitperiode machen die Protestanten weiter. Es geht immer noch um konservativ und liberal. Bis heute. Wir können es durch die ganze Zeit hindurch betrachten. Hier sehen wir auch die Linie jetzt von den Adventisten, die anfängt. William Miller kommt und sagt, euer Millennium könnt ihr vergessen. Das passiert nicht. Das ist nicht richtig. Und dann fängt dieser ganze Streit an. Dann kommen wir zu der Zeitperiode von 1863 bis 1888. Wer weiß, was da mit den Protestanten passiert? Ja? Keine Ahnung. Hier haben wir die National Reform Movement. Wenn ihr euch daran erinnert, National Reform Movement ist die Bewegung, gegen die A.D. Jones in 1888 kämpft. Sie fängt 1863 an, wo Abraham Lincoln sagt, in God we trust. Diese Bewegung nimmt, in God we trust, in Gott vertrauen wir, und fängt an, dass Amerika wieder christlich wird, dass Amerika wieder moralisch hochwertig wird, weil Amerika so abgefallen ist. Interessant ist, dass die Evangelikalen immer sagen, wir müssen zurück zu unseren Wurzeln, Amerika ist eine christliche Nation. Auch wenn man sagen könnte, Amerika war keine christliche Nation, weil Kirche und Staat getrennt sind, so schaut man die protestantische
Geschichte an und auf einmal macht ihre Aussage absolut Sinn, warum sie immer sagen, wir müssen wieder eine christliche Nation werden. Die Protestanten von Anfang an wollten, dass konservative Protestanten wollten von Anfang an, dass Amerika diese Version wird. Dass es eine christliche Version ist, nach ihren Moralvorstellungen, damit das Millennium endlich anfangen kann. Und die nationale Reformbewegung mit In God We Trust führt genau damit, macht damit mit, also ist genau das gleiche Kerbholz. Und wir sehen wieder, es hat wieder mit externen politischen Dingen zu tun. Warum fing das an? 1863. Die konservativen Protestanten zu dieser Zeit, in dieser Generation, mochten es überhaupt nicht, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Warum? Wie studierten konservative Protestanten ihre Bibel? Was war deren Fundament? Buchstäblich zu buchstäblich. Amerika ist das neue gelobte Land und es ist buchstäblich. Buchstäblich Einfluss von Kirche und Staat, buchstäblich mit der Moral, mit dem Millennium. Alles, was die Protestanten machen, ist buchstäblich. Und es ist auch buchstäblich in der Bibel, dass Sklaverei absolut in Ordnung ist und sogar, dass es richtig ist. Ein Kapitel nach den 10 Geboten haben wir die Regeln, wie man Sklaven behandeln soll. Aber oft lesen wir dann nicht weiter, wenn wir die 10 Gebote gelesen haben. Das heißt, auch hier sehen wir wieder Protestanten, die ihre Bibel buchstäblich lesen und es versuchen, mit Politik ihre Moral durchzusetzen, weil sie mehr oder weniger, weil sie der Auffassung sind, dass sie Jesu Wiederkunft, beziehungsweise das Millennium, ich möchte da nicht in mehr Details eingehen, beeinflussen können, indem sie die sozialen Umfelder beeinflussen und die politischen. Das Gleiche, wir wissen, dass 1888, wir nennen 1888, aber wir wissen, da gibt es mehrere Versuche in der Zeit. Es ist nicht nur 1888 allein. Dann können wir weitergehen und wir können in die 1930er gehen. Was passierte in den 1930ern extern, politisch? Wir haben die große Depression, wir haben den Börsencrash. Amerika ist am Boden. Und dann hast du so jemanden wie Roosevelt, der anfängt mit einem New Deal, nennt man das. Dieser New Deal war eigentlich mehr oder weniger eine Sozialisierung von Amerika, was bis dahin nicht passiert war. Wer in Amerika war und Amerika ein bisschen kennt, weiß, dass Amerika absolut anders funktioniert wie die europäischen Regierungssysteme. Die haben nicht solche Sozialsysteme wie Kindergeld, Krankengeld, all diese Dinge. So, 1930 fängt Roosevelt an und sagt, hey, wir müssen hier was ändern und fängt an, Amerika sozialer zu machen. Aber wen hat das nicht gepasst? Diejenigen, die am meisten hätten Steuern bezahlen müssen, nämlich die großen Konzerne, voran die Öl-Gas-Konzerne. Und was machen die? Die sagen sich, wir müssen die Politik ändern. Und dann finden sie eine etwas verkümmerte Gruppierung der Protestanten, nämlich die konservativen Protestanten. Und zwischen ihnen ist eine Ehe entstanden, eine Freundschaft und eine Ehe, oder ich sollte es eine Symbiose nennen, die unglaubliche Folgen hatte. Hier, dieses Buch heißt How Corporate America Invented Religious or Christian America. Also es ging darum, wie die Konzerne sozusagen ein religiöses Amerika erfunden haben. Was haben wir hier? Was passiert ist einfach, du hast die Konzerne, die es nicht wollten, dass die Regierung mehr Steuern von ihnen wollten, dass die Regierung mehr sie reguliert, dass die Regierung größer wird. Du hast das Problem. Auf der anderen Seite hast du die Konservativen, die immer noch die gleiche Idee haben. Und sie gucken in die Welt und in Amerika und sehen einfach nur, ist ja nicht viel los, was Religion angeht. Amerika wird ja immer weltlicher, immer säkulärer. Keiner ist mehr interessiert an der Religion. Und was passiert ist, dass die Konzerne und die Protestanten, die Konservativen, zusammengekommen sind. Die Konzerne gaben das Geld, die Protestanten
gaben ihren Klerus, ihren Einfluss, das, was sie in den Sonntagspredigten dann den Leuten erzählt haben. Und das war die perfekte Symbiose. Und das ging bis 1950 so rum, 1960. Der Höhepunkt des Ganzen ist Billy Graham. Und vielleicht können sich manche noch daran erinnern. Ich weiß nicht genau, wie man ihn schreibt. Tut mir leid. Das ist eine weitere sehr interessante Geschichte. Und das Interessante ist, die externen Ereignisse wieder. Was passiert? Zweiter Weltkrieg und wir haben den Kalten Krieg. Das heißt, wie immer haben die Protestanten ihren externen Ereignissen, um zu sagen, das Desaster kommt, wir sehen, wie böse und gut miteinander kämpfen, wir müssen moralischer sein, wir müssen wieder zu Gott zurückkehren, ansonsten kommt die Strafe über Amerika und dann die Republik, die nur bestehen kann, wenn wir moralisch richtig stehen, ansonsten wird Gott sie ja strafen. Wir können das alles nur machen, Entschuldigung, sie benutzen diese externen Ereignisse, um ihre religiöse Agenda zu vertreten. Schaut diese Zeitperiode an. Schaut Eisenhower an. Eisenhower war einer der schlimmsten Präsidenten, wenn es dazu kommt, Amerika zu einer christlichen Nation zu machen. Es ist in dieser Zeitperiode, wo Amerika in God we trust als ihr Motto annimmt. Es ist in dieser Zeitperiode, wo Amerika wieder anfängt, die Bibeln in die Schulen zu bringen. Wenn du in Amerika in ein Hotel gehst, wirst du weitgehend immer eine Bibel in deinem Schublade finden. Warum? Das sind viel diese Kreuzzüge, so wurden die genannt, von Billy Graham und vielen anderen in dieser Zeitperiode, um diese Agenda durchzudrücken. Und sie hatten genug politische externe Ereignisse, um den Leuten Angst zu machen und zu sagen, seht, der Antichrist kommt. Die Leute hatten Angst und fingen an, zurück zu ihren Bibeln zu gehen. Und Amerika wurde verändert. Ich wische das jetzt hier weg. Dann kommen wir weiter. Es kommt langsam in unsere Zeitperiode. Die 70er und 80er. Was haben wir hier? Das sollten wir schon vertraut sein. Wir haben eine Moral Majority. Wir haben Jerry Farrow. Und wir haben noch eine sehr weitere interessante Person, über die ich später in späteren Vorträgen sprechen werde. Sobald wir mit den Protestanten in dieser Zeitperiode fertig werden, gehen wir hier hin, weil es direkt eine Auswirkung auf uns und Walter Veit hat. Und hier, wir haben Mary Stuart Ralph. Tut mir leid, dass ich ein bisschen schlampig schreibe, weil ich manchmal einfach nicht weiß, wie man die Namen schreibt. Hier haben wir genau das Gleiche wieder. Genau das Gleiche. Amerika wird unmoralisch. Wir haben die Bürgerrechtsbewegung. Wir haben die Rassentrennung wird aufgehoben. Wir haben Frauen, die ihre Rechte wollen, die ihre Haare kürzen, anfangen Hosen anzutragen und meinen, arbeiten gehen zu müssen und gleich bezahlt werden zu müssen. Wir haben Schwule, die meinen, dass sie öffentlich ihre Sünde ausleben können. Das ist alles Unmoral und sie führt dazu, dass Gott uns strafen wird. Und wenn unsere Moral nicht hochkommt, wenn wir nicht Abtreibung verbieten, dann kommt diese Strafe auf uns. Das ist die Botschaft von Jerry Farrell in Moral Majority in den 80ern. Und was passiert? Sie wieder zusammen in der Politik bringen Ronald Reagan und George Bush an die Macht. Schaut an, was Ronald Reagan und George Bush gemacht haben. Die Politik und die Protestanten leben in einer Symbiose, dass sie voneinander das Beste leben können. Es ist wie eine Hassliebe. Das Problem war nur, dass nach George Bush Clinton kam. Und irgendwie ist das Ganze wie eine Pause. Es kam eine Pause für 10, 20 Jahre. Und dann kommen wir wohin? Ich markiere jetzt 2016. Aber wir wissen, dass es unsere Generation eigentlich ist. Was passiert in Amerika?
Die Schwulen dürfen heiraten seit 2015. Ein Schwarzer wird Präsident. Was für uns Europäer vielleicht nicht so schlimm ist, weil wir das vielleicht nicht ganz so kennen, aber wer die Geschichte Amerikas kennt, weiß, ein schwarzer Präsident, das geht nicht. Wir haben immer mehr Leute, die meinen, nicht mehr in die Kirche gehen zu müssen. Wir haben Leute, die meinen, dass sie vom anderen Geschlecht sind und sich umoperieren lassen müssen. Wir haben Drogen, Ausschweifungen, Popmusik, Filme, Sex in den Filmen, Sex in den Lyriken der Lieder. Alles immoral. Und was sagen die Protestanten wieder? Wegen der Immoral wird eine externe Nation kommen und sie wird uns strafen, wenn wir nichts dagegen tun. Und was passiert? Nein, sie leben. Das war ein kleiner Überblick über die Linie der Protestanten. Einfach nur geschichtlich, ohne Anwendung. Aber ich möchte, dass ihr seht, dass in all dieser Zeitperiode es immer das Gleiche war. Nur mit dem Unterschied, dass hier Frauen nicht vorne am Pult standen, dass sie lange Haare hatten und Kleider anhatten und nicht geredet haben. Und in 2016 steht Paula White, zwei oder dreimal, glaube ich, geschieden, an der Bühne und sagt ihrer Audienz, will Trump. Die Welt ist unmoralisch geworden. Was ihr seht ist, die Botschaft ist die gleiche. Die Idee ist die gleiche. Aber es gibt hier und da Unterschiede in den Generationen, um es für ihre Generation passend zu machen. Und wenn ihr jetzt fair mit euch selber seid, dann schaut den Adventismus an und schaut die Argumente der konservativen Prediger unseres Adventismus an und fragt euch, was sie sagen. Die Welt ist nicht mehr interessiert an Religion. Frauen lassen dauernd ihre Kinder abtreiben. Wir haben Homosexuelle. Wir haben Transgender. Frauen wollen auf einmal Prediger werden. Das ist alles nicht gemäß der Bibel. Und was wir tun müssen, ist, wir müssen die Moral wieder hochbringen. Wenn wir die Moral hochbringen, dann wird der laute Ruf kommen. Dann wird der Spätregen kommen, wie es Ellen White uns verheißen hat. Wir müssen bereit sein für Sonntagsgesetz. Die Welt ist so unmoralisch geworden. Aber am Sonntagsgesetz wird die Moral von Gottes Volk hochgehalten. Wenn ihr ehrlich mit euch seid, dann wisst ihr, dass es die gleiche Botschaft ist. Der Unterschied besteht nur darin, dass wir nicht an Dinge wie das Millennium glauben. Was hat es mit 1800 auf sich? Wir haben knapp eine Stunde. Wollt ihr noch ein bisschen weitermachen oder wollt ihr eine Pause und einen zweiten Vortrag machen? Das ist eine Frage. Also ich rede nicht mit dem Fall von mir. Päuschen. Jemand sagt Päuschen? Wann wäre der zweite Vortrag? Ich würde sagen 5 bis 10 Minuten Pause und dann weitermachen. Genau. Sollen wir das machen? Mhm. Okay, dann bete ich noch zum Abschluss. Lieber Vater, Mimme, ich danke dir für diesen Morgen und dass wir an deinem Sabbattag zusammenkommen können, um dich zu ehren. Wir schauen die Geschichte an, Herr. Wir sehen, nichts hat sich verändert. Alles ist gleich geblieben. Ja, wir sehen, wie sogar deine Gemeinde diese falschen Theorien in sich aufgesaugt hat. Und es als den Spätregen darstellt. Herr, bitte helf uns, weiter zu studieren, weiter zu verstehen, was du von uns möchtest, wie du aussiehst, wie dein Königreich ist. Helf uns nicht, dass Traditionen uns im Weg stehen, dass wir dich nicht annehmen, Herr. Die Juden haben dich nicht in deiner ersten Ankunft angenommen, wegen ihren Traditionen, wegen ihrer voreingefassten Meinung, wie du bist. Herr, wir sind in der gleichen Situation heute. Freie uns davon. Helf uns, dass wir allein durch dich lernen, wie du wirklich bist. Hilf uns, auf dem Felsen zu bauen, Herr. Amen. Das ist der einzigste Grund, der sicher ist, wenn der Sturm kommt. In Jesu Namen danke ich dir dafür. Amen.